Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu Teil 3 meiner Surströmming-Aktion. In den ersten beiden Teilen habe ich die Surströmming-Dose geöffnet. Das hat insgesamt über 40 Minuten gedauert. Dabei habe ich mich sehr dämlich angestellt. Jetzt im dritten Teil, der hoffentlich nicht so lange dauern wird, habe ich mir eine besondere Challenge überlegt. Und zwar werde ich das Surströmmingwasser in dieses Glas hier umkippen und das Glas Surströmmingwasser versuchen auf Ex zu trinken. Das wird bestimmt ziemlich eklig werden. Ich habe das einmal probiert gehabt und ich muss sagen, das ist echt ekelhaft. Mal schauen, ob ich das überhaupt schaffe, auf Ex zu trinken. So. Also die Frage ist jetzt, wie kippe ich das jetzt ins Glas um, ohne dass irgendwas verschüttet wird? Obwohl der Tisch ist eh versaut von dem Ganzen. So. Vorsicht, 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 Vorsicht. So, ich habe mal wieder fleißig gekleckert, aber das Glas ist voll mit Surströmmingwasser. So, ich glaube, danach werde ich bestimmt kotzen. Oh. Alter, ich traue mich das nicht. Ich glaube, wenn ich das auf Ex schaffe, ich glaube, ich werde kotzen bis zum geht nicht mehr. Egal. Ich mach's. Gut, dass ich mir einen Socken als Handschuhersatz angezogen habe. Das Glas ist nämlich total versorgt vom Surströmmingwasser. Boah, ekelhaft, 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 ekelhaft. Boah, das kann man gar nicht wegexen. Oh, ist das ekelhaft. Oh, das ist extrem salzig, wenn man davon zu viel trinkt. Er schmeckt es ziemlich bitter, dann auf einmal kommt da so ein säuerlicher Geschmack ein bisschen raus und zum Schluss wird das extremst salzig. Oh. Jeder, der es schafft, das Zeug auf Ex zu trinken, der verdient meinen Respekt. Ich werde das jetzt weiter trinken. Oh. Auch noch eine Schärfe ist da drinne. Boah, ekelhaft. Boah. Ob ich es schaffe, dieses Zeug überhaupt auszutrinken? Ich glaube nicht. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Am liebsten würde ich jetzt meinen Mund komplett ausspülen. Boah, ich krieg schon selber wie ein toter Fisch. Boah, ekelhaft, ekelhaft. Ich brech die Challenge hier ab. Oh, das ist ja echt widerlich. Oder trinke ich das jetzt noch ein bisschen weiter? So, die Challenge breche ich hier ab. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas zum Nachspülen. So. Gut, dass ich noch eine Flasche Cola hier habe. Oh, ich muss erstmal den Mund aufspülen. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Oh. Oh.
So. Ich trinke weiter das Durchströmungswasser. Ich bin brutal. Man kann das nur schlückchenweise trinken. Ich trinke das jetzt definitiv nicht mehr weiter. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, was man versuchen könnte wegzuexen als Durchströmungswasser. Boah. So, das war's jetzt von mir. Ich glaube, ich werde jetzt diese Cola-Flasche komplett austrinken, um irgendwie den Geschmack rauszukriegen. Ich glaube, die ist innerhalb von 2 Minuten komplett leer. Ich nominiere 3 Leute, diese Challenge auch mal auszuprobieren. Mal schauen, ob die es besser hinkriegen als ich. Ich nominiere Natururin, einfach Jannis und Ramses der Dicke. Mal schauen, ob die sich diese Challenge zutrauen werden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.